Und weiter geht's mit Fallout. Wir haben jetzt die Ultra-Robotante hier zerstört. Da schwimmt's ja drin rum, ihr verschissenes Gehirn. Aluminiumdose, jawohl. Ich weiß jetzt so gar nicht, wir sind ja hier ziemlich schnell hingekommen. Oh shit, Madam. Wir sind jetzt ja hier ziemlich schnell hingerusht. Also wir haben uns die Fabrik nicht wirklich angeschaut. Wobei ich nicht weiß, ob es jetzt noch krass ist. Da ist das Loch, von dem ich gesprochen habe in der letzten Folge. Ein bemalter Teller, sehr schön. Warum ist der... Oh. Ein Expertenterminal. Da gucken wir mal rein direkt, ne? Hab ich Bock drauf. So. Contents. Okay. Das könnte sein. Ja, also. Läuft einfach mal krass bei uns hier. Holobandladen. Was ist jetzt hier drin? Nichts! Nee. Hans Duckenbauer, das fasse ich jetzt nicht. Das war ein Expertenterminal, in dem nichts steht? Hä? What the fuck? Tatsächlich, steht nichts drin. Das ist ja wirklich ein super Terminal. Solche Terminals könnten sie euch öfter einbauen. Würde ich mich freuen. Sag mir. Warte kurz, Kate. Warum, wo warst du eigentlich? Die war ja gar nicht da bei dem großen Kampf. Letzte Folge. Die ist einfach fortgerannt. Mit dem riesigen Flammenwerfer. Sie hat das Riesenteil in der Hand und ich schieße da mit dieser kleinen Pimmelknarre rum. Kate finde ich nicht so geschafft. Gut. Erstmal ein Hundenapf für dich. Stahl. Oder bei irgendeinem Schloss. Dort reinzukommen, wo ich nicht erwünscht bin, ist ein Talent, das ich mir angeeignet habe. Oh ja, moin, ja, moin, ja, moin, bitte, Dude. Da können wir auch rein. So, have. Mhm. Rain, aha, aha. Da wird es sein. Shit. Also, Love. Aha, aha. Nö. Das könnte es sein. Wild. Das ja vielleicht. Ach, scheiße, komm. Das ist geschafft. Ah, sehr gut. Nice. Komm zurück. Dass es da rumladen muss, das muss doch nicht sein. Jetzt sind wir einfach nur hier auf dem Boden, wo ich eh hätte direkt hingehen können, wenn ich mich hätte fallen gelassen. Ach, Scheiße. Da hängt die Robotante rum. Ist hier Strom? Ist hier Strom drauf, Leute? Ah, da hätten wir auch die Ding gewesen, ne? Test Area. Okay. Sie ist den Steuerung. Tür öffnen. Jetzt wäre ich fast schon rausgerannt. Aber hier ist eine Testing Area. Das ist die Qualitätssicherung, von der gesprochen wurde vorhin. Hallo, Einheit 761. Hallo. Willkommen in der Abteilung für Qualitätssicherung. Warte kurz. Wir das ist für die Tür. Sicher, dass sie gemäß unserer hohen Standards funktionieren. Okay. Wir müssen ein paar Tests durchführen, bevor sie ihre Pflegetätigkeit wieder aufnehmen. Okay. Gehen Sie jetzt bitte in die erste Testkammer. Ah. Zuerst testen wir Ihre erzieherischen und verhaltensbeeinflussenden Fähigkeiten. Kollege schnitt ihren hypothetischen Schützling, den kleinen Timmy. Ah. Der kleine Timmy hat beim Fangenspielen eine wertvolle Vase zerbrochen. Timmy, du tun Kopf. Die Vase war ein unersetzliches Familienerbstück. Bitte bestrafen Sie das Kind. Wenn wir den Dingern beibringen könnten, Sweet Rosie O'Grady zu sehen. Fantastisch. Wäre ich echt beeindruckt. Die angemessene Strafe war die Trennung des Kindes von potenziellen Unterhaltungsmitteln. Ach, das war schon. Nicht vergessen. Körperliche Züchtigung ist streng verboten, solange der Nutzer diese nicht in ihrer Konfiguration. Gehen Sie bitte in die zweite Testkammer. Ich hab die Mucke genau ausgemacht, weil ich keinen ID-Treffer haben will und die so saulaut war. Eine Miss Nanny-Einheit muss die Bedürfnisse ihrer Schützlinge erkennen. Bitte bewerten Sie den Zustand des weinenden Kindes und erfüllen Sie seine Bedürfnisse. Wo ist das Kind? Wo? Wo? Hier. Ist es da. Hier. Ich schmeiß einfach alle. Ah, okay. Das Kind hat auch die Dinger. Ihre Tonfallanalyse scheint ordnungsgemäß zu funktionieren. Okay, das Kind ist auch totgesteinigt hier mit dem Zeug. Gelegenheit, um sicherzustellen, dass keine veralteten Schalldämpfungsprozeduren in ihrer Programmierung verbleiben. Gehen Sie jetzt bitte in die dritte Testkammer. Ich bin voll der Roboter, Alter, voll der Roboter. Hallo. Wir testen jetzt Ihre Gefahrenerkennungsmatrizen. Gut.
Richten Sie diese Umgebung kindersicher ein, indem Sie gefährliche Objekte dorthin bewegen, wo kleine Ente Sie nicht erreichen. Okay. Machen Sie das Zimmer kindersicher. Gut. Bin ich auf jeden Fall on fleek. Ich war früher ja auch mal Nanny und darum kann ich das auch komplett ohne nachzudenken. Das sieht schon mal... Das Pferd nehmen wir einfach mit, oder? Oh, scheiße, wir sind zu fett. Bei Schrott ist das, ne? Ich kann es aber auch nicht aufheben, aber wahrscheinlich zählt das nicht als gefährlich, oder? Entfernen Sie bitte gefährliche Objekte. Was ist denn jetzt gefährlich? Das ist doch Spielzeug. Spielzeug ist ja nicht gefährlich, oder? Ist hier irgendwo noch was versteckt? Bin ich blind? Ah, warte mal. Ah, Putzmittel. Ja, gut. Das geht jetzt natürlich nicht. Ich mach's mal dahin. Da ist wahrscheinlich noch irgendwas. Oh, shit! Ich weiß nicht, ob... Also, Gummibombe... Mach ich doch. Die zu Verletzungen führen können. Ja, die Machete. Bist du dumm? Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch höher irgendwas stapeln kann. Das war's doch, oder? Wo ist hier noch? Hä? Hier ist nichts. Okay, vielleicht im Herd. Warte. Vielleicht ist hier irgendwo noch was versteckt. Ofenhandschuh. Das ist doch, voilà, das ist doch hier geklärt. Ne? Da ist nichts mehr drin, ja. Kate, guck mal mit. Du bist ja praktisch selbst noch jung. Guck doch mal jetzt. Jetzt bin ich aber doch stark überfragt. Vor allem, was heißt, soll ich die Machete einfach nehmen? Also ich meine, da ist es ja auch nicht erreichbar. Ich nehme jetzt einfach das Mittel, ich nehme einfach alles. So, Dinnergabel. Ach, ich dachte kurz, es wäre es gewesen. Dings. Pff, hockt sich einfach hin, ist die faul. Willst du denn das ganze Commonwealth? Ja, ich will dir das ganze Commonwealth jetzt in den Arsch schieben. Bitteschön. Hier ist mein ganzer Scheiß. Bitch. Sei froh damit. Sei froh, dass ich das alles mit dir teile, okay? So. Mit dir rumschleichen. Alle potenziell gefährlichen Objekte befinden sich außerhalb der Reichweite. Fickst du mich gerade? Ich hätte jetzt einfach alles weiter aufgehoben. Wie hätte ich das herausfinden sollen, dass ich es der Alt geben muss? Wirklich sicher. Absoluter Fleiß ist erforderlich. Glückwunsch! Anscheinend sind Sie voll funktionsfähig und bereit für die Rückkehr in den Dienst. Nehmen Sie sich bitte beim Rausgehen einen Ersatzfusionskern aus dem Safe. Ja, ich nehme mir alle. Lecker, lecker, Schmecker. Sind wir jetzt schon raus? Wie war das jetzt hier? Das war die Qualitätssicherung. Das ist ja ultra cool. Das ist ja wirklich cool gemacht. Aber, also der letzte Punkt, ich glaube, das wäre jetzt schwierig geworden. Das war jetzt, ich war überladen, wollte der Troller einfach alles geben. Und, das war die Tür, die verschlossen war. Und das war zufällig der richtige Weg. Das finde ich nicht so gut. Wenn man so zufällig etwas richtig macht, das ist nicht so cool. Haben sie nicht sonderlich gut gemacht. Okay, gut, mit dieser Platine, die wir da bekommen haben. Wahrscheinlich können wir dann damit zu Ada gehen und sie kann uns damit irgendwas machen, weil sie ist ja die Auftraggeberin, ne? Dieser Roboter gerade eben im Kampf hat irgendwas gelabert von wegen, also Ende letzte Folge, der Mechatroniker oder wie er heißt, schickt sie oder so. Das heißt, das gehört zu Ada auf jeden Fall. Ada hat uns damals die Mission gegeben. Dann gehen wir jetzt mal direkt... Also es ist schon... Ich wollte gerade sagen, wir gehen nach Sanctuary Hill und schieben auch mal alle Leute rüber nach... Leute? Nach Tentakelhausen, aber
Ist kacke, dass es so groß ist, oder? Tentakelhausen. Also ich hab Schiss, dass ich dann einfach irgendwann die Leute nicht mehr finde. Da, also dass ich ewig suchen muss. Das ist wirklich die Bruderschaft hier über uns. Alles klar. Kate, sei nicht so bescheuert. Wollen die mich abholen? Oh, die werden beschossen. Die werden beschossen. Von da vorne. Haben wir das schon erkundet? Nee. Ich will mal ganz kurz gucken, was die da beschießt. Landen die hier jetzt oder was? Was macht ihr denn? Keine Ahnung. Ich guck mal, was das ist. Ah, Mutanten. Ah, hier waren wir schon. Da waren wir, glaube ich, schon mal drin. Oh, fuck. Kate, pass auf. Oh, fuck! Oh! Ich hab ihn geschreckt. Warum bin ich so low? Ach, du Scheiße, was ist hier los? Komm, auf einmal die ganze Kohle her, nein! Pipe. Okay, Piper, das tut mir... fuck. Ding, das tut mir jetzt echt leid. Dass der jetzt direkt in deinem Gesicht hochgeht. Da kommt noch ein Ghoul, hallo. Ach komm. Ich war mitten in der Bewegung. Du kannst mir nicht einfach... Alles klar. Ich war mitten in der Bewegung. Das kann doch nicht sein, dass mich das Viech dann einfach totschlägt. So. Scheiße, ja, helft mir, genau. Also wenn die auf einen Zug pirschen, das ist echt eklig. Und es ist schwierig, die dann zu dödeln. Militärisches Klebeband, so. Piper? Ach, Piper. Fuck, der ist doch anders. Kate! Kate, Snitchy Bitch, alles gut? Wow. Jetzt fliegen sie zurück. Okay. Was würde ich nicht für einen ordentlichen Drink geben? Weiß ich nicht. Weiß nicht, was du dafür nicht geben würdest. Okay. Ja, hier waren wir schon mal. Das ist auf jeden Fall bekannt. Dann gehen wir jetzt zu Ding. So, ja. Wir sind kurz vor Level Up. Ist auch schon mal nice. Das ist gerade mal gut. Gerade mal sehr gut. Ja. Heute habe ich den Stream fast verpennt. Also fast wortwörtlich verpennt. Das war echt haarig donnerstags. Da kam ich dann 2-3 Minuten zu spät, weil ich genau um 19.30 Uhr aufgewacht bin auf der Couch im Wohnzimmer. Dachte mir, fuck, ich muss sterben. Was ist denn hier? Was ist das? Ach, die scheiß Viecher. Da ist er. Aufgepasst. Wollen wir ein paar Sachen tauschen? Ja, deswegen labere ich dich hier an. Oh, guck. Die hat's verbraucht. Die hat den Brennstoff verbraucht. Mal gucken, ob sie dann bei 1 stehen bleibt. Nee, nicht alles. Abbrechen. Ich drück mir das halt so einzeln rein, bevor ich dann alles hab, was sie hatte und dann wieder rumsuchen muss. Immerhin kann ich mich hier durchdrücken und... Lassen Sie nichts Nützliches zurück. Ja. Hoffentlich ist es das wert. Natürlich ist es das wert. Glaube ich überhaupt. Haben wir jetzt irgendwas Neues dazu? Ja, wir haben das Dönermesser. Ihr habt gesagt, ihr wollt dann gerne das Dönermesser sehen. Aber es ist deutlich schwächer als unser Zahn. Ja, also viel schwächer. Es ist schon irgendwie geil. Oh, fuck. Boah, ich dachte kurz, der würde jetzt brennen. Also wir können es ja mal eine Runde... Ich kann es ja mal mitnehmen, aber... 27 und 17. Und unser Hardcore-Zahn... Machete, what the fuck, kann man auch wegmachen. Der hat 62 und 3. Wert 50? Okay, Wert 50. Dünnermesser Wert 200. Hm. Eines Tages wird Sanctuary eine. Wir nehmen ihn mal mit, auf jeden Fall. Ich lege jetzt hier noch die Dinge rein, diese Machete. Ach, wisst ihr was, ich lege sie hier rein. Nee, nicht so, so. Machete. So, und dann gucken wir ganz kurz nach der Reba. Oder wie? Doch, Reba heißt sie, ne? Sie steht direkt hinterm Haus. Ah, Ada. Ach, Reba war das die Waffe. Ja, ich habe etwas weißt gefunden. Der Roboter hatte dieses seltsame Gerät bei sich. Also, mal sehen. Beeindruckende Technologie. Mhm. Wenn meine Analyse stimmt, ist das ein spezialisierter Radarpeilsender. So hat der Mechanismus wohl das Robohirn im Auge behalten, das sie zerstört haben. Als nächsten logischen Schritt müssen Sie mir diesen Peilsender einbauen, damit wir ihn zu unserem Vorteil nutzen können. Okay.
Klingt nach einem guten Plan. Freut mich, dass Sie das auch so sehen. Ja. Für den korrekten Einbau benötigen Sie eine Roboterwerkbank und ich muss anwesend sein. Vielleicht sollte ich Sie begleiten, damit unsere Zeiteffizienz maximiert wird. Erstmal nicht. Gerade nicht, Ada. Sie finden mich hier, wenn Sie bereit sind. Ich weiß. Dann ist das schon mal geklärt. Jetzt haben wir da hinten noch Preston, der irgendwas will. Wahrscheinlich können wir was abgeben, also irgendeine Siedlung, die wir gerettet haben oder so. Ich hoffe, er hat da nicht direkt wieder was Neues dabei. Pusten. Na, sag mal, Preston. Tja, das sind ein paar Gunner, die in nächster Zeit keine unserer Siedlungen mehr angreifen werden. Wenn wir alle zusammenarbeiten, haben diese Typen keine Chance. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Gut. Und denk dran, biete jedem Hilfe. Ja. Sehr gut. 95. Immerhin jetzt Level ab. Gute Neuigkeiten. Die Finch Farm hat sich uns angeschlossen. Yay. Okay, gut. Das wollte ich hören. Mehr Erfahrung für uns. Fast 400. Kann ich was für dich tun? Nö. Nichts. Nein, nichts. Kein Problem. Nein, nichts. Hey. Hey, Service. Ich will nur ein bisschen handeln. Nee, will ich nicht. Kann das noch warten? Alter, unverschämter Bengel. Gut, wir haben... Also jetzt diese Ada-Geschichte vorangetrieben, aber ich will es jetzt nicht direkt fertig machen. Ich dachte echt daran, dass wir einfach noch so ein bisschen vor uns hinpimmeln und halt Missionen machen. Baue eine Roboterwerkbank. Warum jetzt hier? Warum wird das jetzt da unten angezeigt speziell? Keine Ahnung. Finde den goldenen Grashüpfer und Good Neighbor, sprich mit Dr. Amari. Dann haben wir hier unten noch Berge Impro-Revolver aus Milton. Hier haben wir Untersucher Volt 88. Alles ziemlich geile Sachen. Hier drüben, begib dich zum Nuka World Transitzentrum. Es ist gar nicht mehr so viel, ne? Hier, die Travis-Geschichte können wir ja machen. Nach 18 Uhr mit Travis da unten treffen. Vor diesem Pub oder in diesem Pub. Um diese Schlägerei zu machen. Wisst ihr noch? Der Radio-DJ, der Moderator, der so zurückhaltend ist. Und den wir mit einer gefakten Schlägerei so ein bisschen aufpäppeln wollen. Die zwei Brüder von der Spelunke da in Diamond City haben das, also der eine hat das angeregt, der eine Bruder, ich glaube der andere wenn weiß nichts Action davon. Wenn wir Action suchen, werden wir sie hier bestimmt finden. Hm, nennst du dich mal aus. Komm mit, Kate, wir gehen jetzt hier rüber zu die dahin und dann wird's richtig rund gehen, Alter. Ich sag das im Gute. Habe ich hier irgendwas noch nicht entdeckt? Seht ihr das auf der Karte? Ja. What? Ich hätte die Homeplate noch nicht entdeckt, unser Haus. Alles klar. Jetzt ist es schon nach 18 Uhr. Ich nehme an, das ist nach 18 Uhr. Schau dunkel aus. Mir ist heute aufgefallen, irgendwann zwischendurch, dass heute gar kein Fallout kam. Also heute für euch am Donnerstag. Verpiss dich, Kumpel! Oder kam da doch ein Freitag? Ich weiß gerade nicht. Hallo? Ich mach nicht, okay. Ich mach normalerweise nicht. Oh, zack in die Hose. Ist aber trotzdem drin, ne? Deshalb. Verschwinde! Hey, Kumpel. Du bist's. Ja. Rückgrat zeigen, mein Freund. Es wird Zeit, dass du mal etwas Rückgrat zeigst, Kumpel. Ich wollte das nicht. Ich will einfach nur was trinken. Ich weiß wirklich nicht, was ich getan habe, um sowas zu verdienen. Ich will einfach, dass sie verschwinden. Kein bisschen die jetzt mal prickeln, da. Dann lass uns das in die Hand nehmen. Nein, ich... Das könnte böse enden. Wir prickeln die tot. Bei den Männern könnte das... Nun, es könnte zu Gewalt führen. Ich helfe dir. Keine Sorge, ich helfe dir. Naja... Wenn du denkst, dass wir das schaffen... Halt einfach die Klappe und spiel mit. Oh. Okay. Vindicate. Das? Reicht. Das reicht. Haben Sie es gehört? Narbenbacke und... anderer Mann. Du sagst, es reicht. Lasst mich in Ruhe. Seht ihn euch an. Los, halt, jetzt ziehen wir unsere Hände. Ach, fuck. Nee, ich glaub nicht. Los, mach ihn tot. Ich mein's ernst. Ich mein das voll ernst. Klingt, als wolltest du mir drohen. Ich halte ihn zurück. Travis. Wolltest du mir drohen? Zum Glück bin ich da. Was willst du machen? Oder andersrum, komm. Travis, halt mich zurück. Ich greife mir die Travis. Fuck, halt mich zurück, Travis. Großer Fehler, Travis. Jetzt mache ich dich und deinen Kumpel da platt. Oh.
You're gonna get wrecked like a bitch. Oh fuck, ich hab den falschen geschlagen. What? Der schießt! What? Die Frau brennt. Nee, der. Alter, seid ihr behindert? Travis. Oh Mann. Um Gottes Willen, Alter. Geht's dir gut? Ihr braucht Bewohner nur mit diesen Anzügen. Okay. Mach doch mal die Mucke aus. Nicht ganz das, was ich erwartet hatte, aber damit können wir uns jetzt nicht aufhalten. Ja. Bereit für den nächsten Teil des idiotensicheren Plans? Noch ein Teil. Ach du Scheiße. Es geht nicht wieder ums Kämpfen, oder? Nein, nein. Dieser Teil ist ganz einfach. Du hast Scarlett gesehen, ja? Sie arbeitet hier schon eine Weile. Ich bin zwar nur ein einfacher Barkeeper, aber ich sehe Sachen. Ich sehe zum Beispiel, wie Travis sie anschaut. Und ich sehe, dass sie ihn manchmal anschaut. Bewegt auch wieder die Lippen, meine Damen. Wenn jemand, der nicht ihr Arbeitgeber ist, ihr vorschlägt, dass sie etwas Zeit mit Travis verbringt, würde ihm das sicher gut tun. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Läuft. Ich könnte mal mit... Ja, ich weiß. Deshalb habe ich dir auch davon gesagt, einfach was nötig ist, damit sie sich mit Travis trifft und sich die ganze Sache hier auch lohnt. Gut. Und wir beide haben uns nie darüber... Ja. Die Mauer sieht echt wieder richtig gut aus. Muss ich das erst noch aktivieren, dass ich das... Ich schätze, Abbas hat neue Farbe gefunden. Was Kate. Immer du fragst. Warte, wen soll ich... Hä? Die ist doch die Geburtstag da, oder? Ist die jetzt tot? Ist die komplett abgefackelt? Oder ist die heimgegangen? Wie hieß denn das? Da. Überrede Scarlett. Die ist outside. Oder? Ich glaube, die ist outside. Die ist rausgegangen. Die hat eben noch herumgeputzt. Warte mal, Leute. Warte mal. Ding! Ich mache aber keine Runden. Tschüss. Und dann muss ich wegrennen. Das ist ganz einfach. Dann gehe ich einfach von. Scarlett, du musst mal jemanden treffen. Und zwar, hörst du, total sexy Boy, ein ganz schnuckliger Kerl. Wohnt im Radiostudio. Deine Freundin und hat einen riesen Dong. Ich sag das. Wo ist sie denn? Hallo, Kind. Schießt du Leute, Mister? Ja, manchmal schieße ich auch Kinder, wenn sie mich behindert fragen, ob ich Leute erschieße und mich Mister nennen. Schissel. Da ist sie ja. Was ist sie denn da hinten? Scarlett? Geht's dir gut? Hallo? Scarlett. Ich mach grad Pause. Nö, hier! Eigentlich wollte ich auch mit dir über Travis reden, wenn du kurz Zeit hast. Travis? Wirklich? Hat er was über mich gesagt? Ich hab von dem Kampf gehört. Travis war wirklich tapfer. Ja, total. Du solltest ihn mal besuchen. Meinst du? Ich meine, ich hab schon mal ein Auge auf ihn geworfen. Vielleicht... Nein, ich kann nicht einfach zu ihm rübergehen. Doch. Hey, Travis ist ein netter Typ. Und ich merke doch, dass du ihn magst. Ich glaube, er mag dich auch. Also rede doch einfach mal mit ihm. Okay, ja. Ich mach's. Ich gehe gleich zu ihm rüber. Danke. Ja, geh mal wieder aus dem Regen und geh dann zu Travis nach Hause direkt am besten. So, das kann ich dir auch so empfehlen. Was will er, ein Bier und seine Hausschuhe? Warum hat denn so jemand Hausschuhe, bitteschön? Hm? Wo wohnt der überhaupt? Die haben doch so eine Gemeinschaftsunterkunft, oder? Ich muss gerade mal die Lüfter beladen. Zack, bumm. So. Hallo, Yavim. Das ist schrecklich. Was? Oh, ich wusste es. Ich wusste es. Er hat Blödsinn gemacht. Und sieh nur, was jetzt passiert ist. Oh. Du musst helfen. Ich kann das nicht. Du musst mir helfen. Ach du Scheiße, what the fuck? Immer mit der Ruhe. Es wird schon wieder. Erzähl mir einfach, was passiert ist. Sie haben ihn. Sie haben Vadim entführt. Diese What? Männer, die das mit Travis veranstaltet haben. Sie kamen wieder und meinten, dass Vadim ihnen Geld schuldet. Dass sie einen Deal hatten. Oh. Er wollte nicht zahlen. Also haben sie sich ihn geschnappt und meinten, dass sie schon dafür sorgen würden, dass er zahlt. Und dann haben sie ihn einfach nach draußen geschleppt. Und du hast nichts gemacht. Du musst gemacht. Was tun. Bitte sag mir, dass du was tun kannst. Ich mach das. Ich hol ihn zurück, Yavim. Darauf kannst du dich verlassen. Bitte bring ihn einfach nur zurück. Er ist ein Idiot, aber er ist mein Bruder. Ich würde dich ja begleiten, aber jemand muss hier bleiben.
Sprich mit Travis. Vielleicht weiß er, wo sie... Okay. Er ist ein Idiot. Aber er ist mein Idiot. Sprich mit Travis. Wo ist Travis jetzt wieder hin? Das ist ja nur ein Hin- und Hergelaufe hier. Ich dachte, das ist eine geile Mission, aber nein. Kurzen Falten, dann geh raus, geh zu dem, such denjenigen, sag irgendwas, geh wieder zurück, Ladezeit. Travis. Travestie-Kämpfer. Hey, bist du der Händler aus Quincy? Hast du eine Salbe? Ich bin kein Händler aus Quincy. Ich hab keine Salben für deinen abgeschimmelten Dick. So. Travis. Folgendermaßen läuft die Geschichte. Hallo. Ist er jetzt gut gelaunt? Ist er jetzt voll krass drauf? Ich brauche deine Hilfe. Vadim wurde von Bull entführt. Das ist nicht lustig. Ich mach keine Witze, Travis. Das ist ernst. Und ich brauche wirklich deine Hilfe. Moment. Echt jetzt? Ja. Oh. Oh Mann. Wow. Ist das... Das ist wegen dieser Sache, oder? Es ist... Das ist meine Schuld. Ach, was war's schon? Nein, Travis. Das ist eine Sache zwischen Vadim und diesen Männern. Es ist nicht deine Schuld. Aber wenn ich nicht gegen sie gekämpft hätte, wäre das vielleicht nicht passiert. Ach, komm schon. Die werden sonst ewig auf dir rumgetrampelt. Exactly. Pass auf. Ich hab nicht allzu viele Freunde. Wenn Vadim verschwunden ist oder in Schwierigkeiten steckt, dann werde ich helfen, ihn zurückzuholen. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Gut. Ich wollte nämlich nicht mit dir darüber diskutieren. Ich habe genug mitbekommen, um zu wissen, dass sie vermutlich in der alten Beantown-Brauerei hocken. Woher? Wir müssen dahin und ihnen zeigen, dass wir es ernst meinen. Und dann holen wir Vadim zurück und alles wird gut. Ja, passt schon. Ich besorg mir eine Waffe. Wir treffen uns da. Und dann bringen wir das zu Ende. Woher weiß er, dass die in der Ich mach grad Pause. Scarlett! Scarlett, die kam gerade vom Bett. Ach so, Travis, Scarlett ist wohl direkt heiß hergegangen. Ja, du machst Pause. Ruh dich mal aus, bist ja total nass geschwitzt. Ach Gott. Travis und Scarlett sitzen auf dem Baum und haben gebämst. Wo müssen wir hin? Das ist komplett vergessen. Keine Gnade? Ne. Sonderlieferung, goldener Selbstvertrauen. Goldener Selbstvertrauen. Triff dich mit Travis in der Bintun-Brüllu. Befreie deinen Geist. Befreie deine Seele. Kack im Stehen. Und die Mucke spielt im Hintergrund gemütlich vor sich hin. Das wäre schon nice, wenn man die einfach laufen lassen könnte. Also so laut. Ach, laber nicht. Du bist schon da? Okay, Travis. Oh, Gott sei Dank. Ja. Du bist da. Kate ist auch da. Also, jetzt ist es soweit. Wenn sie Vadim haben, dann ist er vermutlich drin. Uns passiert schon nicht. Bleib ruhig. Behalt einfach einen kühlen Kopf, okay? Denk nicht zu viel drüber nach. Okay. Ja, klar. Sicher. Bist du nicht in diesem ganzen Wahnsinn, weil du immer alles ewig überdenken musst? Irgendwelche letzten Ratschläge? Ich hab sowas noch nie gemacht. Lass sie nicht erschießen. Kalt erst schießen. Bleib ruhig. Bleib einfach ruhig. Dreh da drin nicht durch. Okay. Ruhig bleiben. Das kann ich. Okay. Können wir jetzt da rein, bevor ich völlig die Nerven verliere? Jo. Also, Travestiespieler, kämpfender. Frau, hast du deine... Gut. Ich weiß nicht, ob es jetzt viel Sinn macht, mit diesem Dönermesser da reinzugehen, aber wir versuchen es mal kurz. So, nochmal kurz gespeichert. Zack! Ich bin bereit. Mach alle tot. Ich hoffe, dass da jetzt ganz, ganz viele kleine Raider oder Banditen oder sowas drin sind, an denen wir den Ding austesten können. Nicht, dass wir sofort diese zwei haben und halt nur den einen. Was aber auch irgendwie Sinn macht. Wir sind ja keine ganze Bande, sondern nur... Oh, halt. Was haben wir denn hier? Hallo. Oh, mein Arm. Ja, Raider, ne? Also. Hör auf. Also, das ist ein Geruch, aufhören. Den ich vergessen werde. Ja, ich habe hier jemanden gerade abgefackelt. Das stinkt dann schon so ein bisschen, ne? Ich kann während des Kampfes nicht kochen. Ist nichts mehr. Das sehe ich zum ersten Mal, dass hier nichts mehr ist. Das ist schön, wie der vor sich hin rauscht, da, der Dönerspieß. Hallo. Warte mal. Rache ist süß. Rache ist Blutwurst, mein Freund. Bam. Bitch.
Get out of my way! Oh, der verbrennt ja total. Ist ja abnormal. Es verfolgt uns gar nichts. Fuck! Irgendwas trifft mich! Moment, sieben. Hier. Du Pinzer! Scheiße. Hier, du Pinzer. Hier sitzt aber, mein Freund. Aha. Der Turm ist schon mal weg. Pimmel, der Turm. Es gibt direkt einen es gibt direkt einen Fahrstuhl hier. Das ist also eine Brauerei. Sexy, sexy. Ist hier noch irgendwie... Wie komme ich da jetzt hin? Wahrscheinlich muss ich halt wieder hoch, ne? Ich habe mich jetzt ja erstmal bergab begeben. Das ist nur ein Ausgang. Okay. Da ist noch jemand. Bye, bye. Er ist schon geil. Also man muss schon wirklich sagen, der Dönerspieß ist höchst geil. Oder Dönermesser, oder wie es heißt. Aber... Hallo. Oh. Travis! Du bist ein Mörder! Aber ein ziemlich guter Mörder, mein Fräulein. Du hast einen Kruger tot gemacht. Du hast ihn echt tot gemacht, den Krugers da. Lecker. Haben die alle gekillt? Sag mal, was ist hier los? Spielen wir hier auf Ultra einfach? Also irgendwas stimmt nicht. Oder? Sollen wir mal auf schwer stellen? Oder kommt mir das... Was gibt's denn noch? Es gibt sehr leicht, einfach und normal. Dann gibt's noch schwer, sehr schwer und überleben. Und wir spielen auf Mittel. Also auf normal. Wir können es ja jederzeit ändern. Ich mach mal kurz schwer rein. Mir kommt das fast zu einfach vor, oder? Meint ihr nicht auch? Ich mach mal schwer rein. Mal gucken, was passiert. Also so ein bisschen Schwierigkeit darf es gerne haben. Habe ich nichts dagegen. Oh. Nein. Nett. Nett. Du kannst jetzt Lattenzäune in Siedlungswerkstätten bauen. Ach, sehr schön. Davon habe ich immer geträumt, von Lattenzäunen. Ihr auch? Lattenzäune sind so geil. War dem halt die Gosch, du Dummbatz. Er macht da so eine Kacke und... Oh. Okay, wartet ganz kurz. Ach, wahrscheinlich... Also... Ja, Probleme. Die Crew wird langsam nervös, habe zwar noch jede Menge Bier, aber das Essen wird langsam knapp. Hab Sparta und ihre Crew aus dem Adzl losgeschickt, um was zu finden, aber wenn wir nicht bald was Essbares auftreiben, werden die Jungs abhauen. Das stattliche Vorratslager wäre die beste Lösung, aber die Eltern von Lily und Red Tourette haben den Schlampen wohl nie beigebracht, dass man seine Sache mit anderen teilt. Wenn wir nichts von Sparta hören, werden wir bald einen Angriff wagen. Ah, das sind die, die dann die Red oder die andere halt geklaut haben. Entführt haben. Wir haben versucht, das Lager zu stürmen, aber Lady Red und ihre Crew haben sich in den Zwängen festgesetzt. Haben die Hälfte meiner Männer erledigt, bevor wir abhauen konnten. Drake und Hook konnten immerhin ein paar Geiseln nehmen. Vielleicht können wir sie gegen ein paar Fernsehkuchen eintauschen. Immerhin brauchen wir jetzt nicht mehr so viel Essen. Jackpot, Lily. Scheiße, das ist Lily. Die Schlampe würde ich überall wiedererkennen. Drake hat die Geiseln vom Überfall in meinem Zimmer gebracht und als ich Lily gesehen habe, wusste ich, dass alles gut wird. Jetzt wird Red einen Deal mit uns eingehen müssen. Es sei denn, sie hätte ihre Schwester gerne in kleinen Stücken zurück. So viel Essen. Ich habe noch nie so viel Essen gesehen. Als ich dir gesagt habe, dass wir ihre Schwester haben, dachte Red, ich verarsche sie nur. Aber ein Brief von der kleinen Schwester brachte die schnell Klarheit. Jetzt kommen massenweise Kisten an und Rekruten. Wenn das so weitergeht, können wir uns dieses Jahr noch Corvega oder DB Tech vornehmen. Scheiße. Wie konnte sie entkommen? Ich habe die Schlampe am Boden festgekettet. War noch halb am Schlafen, als sie mich angegriffen hat. Dachte, ich würde auf ihr Bein ziehen. Scheiße, jetzt ist überall Blut. Oh Gott. Ich muss das hier sauber machen und die Leiche irgendwo deponieren. Das darf keiner wissen. Wenn Red erfährt, dass ihre Schwester tot ist, wird sie uns einen Scheißdreck geben. Fuck. Problem gelöst. Heute ging ein Gerücht über eine fette Karawane rum. Die ganze Crew ist los, um sie sich zu schnappen. Nur ist sie leider nie aufgetaucht. Level up, okay. Weil es sie gar nicht gibt. Während alle unterwegs waren, habe ich Lily in einem der Fässer deponiert. Ich glaube sogar, dass sie den Geschmack verbessert hat. Damit wäre schon mein Problem gelöst. Oh Gott, im Bierfass. Aber die Gang ist tot, falls wir nicht weiter Lebensmittel geliefert bekommen. Das heißt, Lillys Briefe müssen weiter rausgehen. Ich sollte mich wohl mal nach Schriften umsehen. Red ist tot. Jemand hat Red und ihre ganze verdammte Crew ausgeknipst. Das waren wir. Ich werde ein paar Leute losschicken, um sicherzugehen, dass wer auch immer am Laden den Laden gesäubert hat, sich dort jetzt nicht einnistet. Dann können wir das Lager plündern. Hoffentlich haben die nicht zu viel mitgehen lassen. Corvega. Scheinbar hat jemand Jared ausgeschaltet. Ich habe den kämmsichtigen Bastard zwar gehasst, aber er war echt kein Waschlappen. Wir brauchen mehr Knarren. Danke. Oh Gott. Ich wusste nicht, Gott, hat er mich jetzt erschreckt.
Vadim oder Vladimir, ich muss ja kurz noch arbeiten. Das ist nicht alles immer so Zuckerkuchen und Peitsche, wie du das denkst, ne? Zack. Oh, die Zeit, Leute, die Zeit ultra überschritten. Keine Sorge, die Folge ist gleich zu Ende. Alle trippeln schon. Ist es nicht endlich mal rum hier? So, komm. Verdammte Scheiße. Ha! Wie schön. Wie schön. Scheiße, ja. Dass das vielleicht das Ende ist. Danke. Das vergesse ich dir nie. Gut. Gerne doch. Gern geschehen, Vadim. Wir hätten dich doch nicht diesen Typen überlassen. Du bist ein guter Mann. Diese Idioten haben Kronkorken und Camps einfach rumliegen lassen. Sie haben es nicht gemerkt, als ich mir die Taschen vollgepackt habe. Hier, das Zeug hast du dir verdient. Danke. 200. Ich bin überrascht, dich hier zu sehen. Okay, Leute, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.